Also, ich wohne da in der Nähe von Salzburg und da fahren viele von euch vorbei, wenn sie in Urlaub fahren. Und stellt euch vor, an einem Samstag früh, ganz in der Frühe, also so um 6 rum oder so, da bekomme ich einen Anruf von einem jungen Mann aus Schoppen. Und er sagt: Andreas, ich bin in Eben und das ist, glaube ich, ganz bei dir in der Nähe und ja, sind so 70 Kilometer weg von mir. Aber ich habe ein Problem. Stell dir vor, wir sind die ganze Nacht durchgefahren, wir wollen nach Kroatien in den Urlaub fahren, meine Familie ist bei mir im Auto und ich bin gerade an der Tankstelle in Eben und ich habe einen falschen Kraftstoff getankt. Was mache ich jetzt? Samstag. Die Leute sagen hier, alle sind zu, alle Autowerkstätten sind zu. Jetzt müssen wir hier 2 Tage verbringen, bis Montag irgendwie das wieder in Ordnung gebracht wird mit unserem Auto. Dann sage ich, ja, gar kein Problem. Ich habe da einen Freund, der hilft dir, der kennt sich einen Automechaniker, der das auch am Samstag macht. Und so war es auch. Also mein Freund aus Schoppen, der war einfach so durcheinander durch diese Fahrt, durch die Nacht, dass der dann an der Zapfsäule einfach die falsche Pistole genommen hat und falschen Kraftstoff in sein Auto reingetan hat. War ein Versehen, kann passieren. Aber stellt euch vor, jemand kommt an die Tankstelle und er fängt an zu tanken und du siehst es und sagst: Du, pass mal auf, das ist der falsche Kraftstoff. Und er sagt: Ja, ich weiß. Und er macht trotzdem weiter. Und er sagt: Ey, du kannst da nicht fahren damit. Und er sagt: Ja, ich weiß. Was würdest du dazu sagen? Das ist ja absoluter Blödsinn. Also ich meine, der Mann macht seinen Urlaub kaputt. Also der kann einen Haufen Geld, kann er da irgendwie investieren in die Autowerkstatt. Vielleicht ist es eine Hilfsaktion für Mechaniker oder sowas. Aber das ist eigentlich ein absoluter Blödsinn. Das ist Torheit. Oder wenn du weißt, was richtig ist, aber das nicht machst, das ist Torheit. Und damit sind wir gleich irgendwie bei der Definition, was Weisheit eigentlich ist. Weisheit bedeutet, ich weiß ganz genau, was richtig ist und ich mache das auch. Ich meine, was nützt dir das, wenn du weißt, was richtig ist und du machst was ganz anderes? Das ist ja ein totaler Blödsinn. Das ist wie wenn jemand an der Tankstelle eben bewusst den falschen Kraftstoff einführen würde. Also ich bin ja irgendwie früher Soldat gewesen, könnt ihr alles in diesem Zeugnisbuch lesen. Ich war Soldat und es fasziniert mich irgendwie, wenn wo Krieg ist. Ich bete dann irgendwie für beide Seiten und ich denke, der Herr erhört die Gebete auch. Das kann ich nachher noch erklären, wenn es jemand interessiert. Ich habe sogar Beweise dafür, fotografische Beweise, dass der Herr meine Gebete erhört. Aber was in dem momentanen Krieg in der Ukraine mich fasziniert, das sind die Drohnen. Also das gab es ja zu der Zeit nicht, wo ich beim Militär war. Also durch die Drohnen haben die Leute einfach eine gewisse Überlegenheit. Ja, die schicken diese kleinen Apparate darauf und die fotografieren alles, filmen alles und so. Und dann wissen die eigentlich, was da unten los ist. Also was ist in der Front los? Was ist in den Schützengräben vom Feind los? Was tut sich da? Wo sind die Ziele? Wo sind die Depots und all sowas? Also die haben praktisch Informationen von oben. Und danach können sie sich richten bei ihren Angriffen, ihren Verteidigungen und wenn sie da schießen müssen und all sowas. Also diese Informationen von oben, die sind extrem wichtig und es gibt ihnen große Vorteile. Das ist lebensrettend und das ist wirklich erfolgsversprechend. Und das ist genau das, was wir hier finden. Wir haben hier Informationen von oben. Wir haben Nachrichten aus dem Himmel für ein Leben hier auf der Erde. Das ist sogar noch höher als Drohnen. Die Informationen sind noch viel weitreichender als das, was man da sehen kann mit Satellitenbildern, sogar wenn die hochauflösend sind. Das ist einfach wunderbar. Wir haben Ratschläge aus dem Himmel für ein Leben auf der Erde. Das ist eigentlich Weisheit. Es gibt in der Bibel ein Buch, das ist speziell für junge Leute geschrieben. Die meisten Leute denken, das ist wahrscheinlich der Timotheusbrief. Niemand verachtet eine Jugend. Falsch. Der Timotheus, der war damals wahrscheinlich schon 40 oder irgendwie sowas. Also die wenigsten Jugendlichen sind 40. Das Buch, das sich an die Jugend richtet, an junge Leute so wie ihr, das ist das Buch Sprüche im Alten Testament. Also das sieht man schon, wenn man das liest. Das sind Ratschläge von einem Vater an seinen Sohn.
Und dann denkst du, ja, okay, was könnte der Vater schon zu sagen haben? Also der kennt mich ja überhaupt nicht, der weiß gar nicht genau, was in mir vor sich geht. Ja, nicht ganz so schnell. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben und euch zeigen, wie interessant diese Ratschläge sind und wie tiefgreifend. Also ich beginne mal hier im Sprüche in Kapitel 28 in Vers 1. Und da sehen wir die Weisheit aus dem Himmel für ein Leben auf der Erde. Die Gesetzlosen fliehen, obgleich kein Verfolger da ist. Die Gerechten aber sind getrost gleich einem jungen Löwen. Sprüche 28, Vers 1. Das ist doch irgendwie interessant. Also die Leute sind geplagt von Furcht. Das sehe ich überall. Die haben Phobien und Ängste und das löst sich irgendwie ab voneinander. Die fallen von einer Phobie in die nächste Angst und die haben Angst vor Höhen und wenn wir in die Höhle gehen, dann haben sie Klaustrophobie, also Höhlenangst und Höhenangst und was weiß ich und Angst vor der Zukunft und Angst vor der Vergangenheit und Angst vor dem Gericht und alles Mögliche, alle möglichen Ängste und dann schaust du, ist aber gar nichts da. Es ist gar nichts da, wovor die Leute Angst haben müssen. Wir haben Nachbarn, die sind aus dem Irak und die gehen nachts nicht in den Wald. Ich sage, warum denn nicht? Ja, da könnten wir vielleicht überfallen oder ausgeraubt werden, sage ich. Ja, aber nachts im Wald, da ist niemand, der euch ausraubt. Und außerdem, wenn da jemand wäre, im Wald ist es so dunkel, der sieht euch gar nicht. Also da braucht ihr wirklich keine Angst zu haben. Ihr könnt einfach mit mir in den Wald gehen. Also der Grund für diese Angst ist das Leben der Leute. Hier heißt es, die Gesetzlosen fliehen, obwohl gar kein Verfolger da ist. Es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt gar keinen Grund für diese Phobie. Es gibt keinen Grund für diese Zukunftsängste, für diese Flucht, für diese Panikattacken. Aber es gibt ein Gegenmittel. Und das Gegenmittel ist auch hier. Schau mal, wir sehen in diesem Buch Sprüche, in diesem Buch der Weisheit, nicht nur die Probleme, die beschrieben werden, die wirklich da sind, die hast du vielleicht schon selber in deinem Freundeskreis erlebt, vielleicht hast du einen Film drüber gelesen oder einen Roman, also diese Probleme gibt es wirklich. Die Leute sind auf der Flucht. Aber wir sehen hier nicht nur die Probleme beschrieben. Ich meine, das wäre ja schön, wenn man mal die Diagnose hat. Ja, das allein ist schon sehr, sehr wichtig, wenn man ein Problem hat, dass man das Problem rausfindet. Also der Noah zum Beispiel, der war heute früh nicht mitlaufen, weil er hat ein Problem mit seinem Knie. Aber er weiß nicht genau, oder er wusste nicht genau, was das Problem ist. Dann wird es analysiert und diagnostiziert und untersucht und da werden alle möglichen Fotos gemacht mit teuren Geräten und so. Und dann weiß man, aha, okay, daher kommt das Problem. Das ist schon mal ein wichtiger Teil von der medizinischen Behandlung, dass man eine Diagnose stellt. Aber wir haben hier nicht nur eine Diagnose, wir haben hier auch die Lösung. Das ist voll genial. Die Lösung ist, die Gerechten sind getrost gleich einem jungen Löwen. Also, wenn jemand auf Gottes Seite steht, dann kann er all diese Ängste besiegen. Der Mann wird hier genannt der Gerechte. Das ist jemand, der weiß, meine Schuld ist vergeben und der sein Leben geändert hat, wo die Kraft vom Herrn Jesus im Leben ist und der ist gerecht vor Gott, der hat Frieden mit Gott und er hat einfach Mut, in die Zukunft zu sehen. Er sagt sich, was kommt auf uns zu? Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, wer kommt. Der Herr Jesus kommt und zwar kommt er bald. Also das ist irgendwie wunderbar, wie man Angst besiegen kann. Das ist allerdings nicht das Einzige. Es gibt ja ganz bestimmte Arten von Angst. Ich möchte da mal weitergehen zu Kapitel 29, Vers 25. Warum ist Mobbing heutzutage ein großes Problem? Wo die Kinder sich doch gar nicht mehr unterhalten auf dem Schulhof. Die Jugendlichen reden nicht mehr miteinander, die müssen Abstand halten und Corona-Masken tragen und was weiß ich, alles Mögliche, was da so verlangt wird. Außerdem ist Handyverbot und so. Also die Kommunikation ist irgendwie weniger wie früher. Aber Mobbing hat zugenommen. Wie gibt es überhaupt? Das habe ich lange nicht verstanden, aber meine Kinder haben mir das erklärt. Die ganze Zeit bist du davon abhängig, dass deine Bekannten dir irgendwelche Likes schicken oder Dislikes.
oh mei, oh mei, jetzt habe ich doch extra das gegessen, damit alle mich liken und das angezogen und das gekauft und die Marke mir angeschafft, damit ich ein Like kriege, aber es hat nicht geklappt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur so und so viele Pluspunkte gemacht. Dieses Problem ist ziemlich schlimm. Also manche Kinder verzweifeln daran, manche Jugendliche. Warum ist es? Dieses Problem ist, wir wollen angenommen sein. Angenommen bei anderen Leuten. Wir wollen den Leuten irgendwie gefallen. Wir wollen Aufmerksamkeit haben. Aber wir kriegen das nicht. Wisst ihr was? Dieses Problem hat in der Bibel einen Namen. Das gab es schon früher. Also bevor es Likes und diese ganzen Pluspunkte gab, das hieß damals Menschenfurcht. Ach so, ah ja, jetzt weiß ich, wie das heißt. Ja, nicht nur das, sondern auch die große Gefahr wird aufgezeigt. Sprüche 29, Vers 25, ein total aktueller Vers für mich. Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird in Sicherheit gesetzt. Also, seht ihr das, den Kontrast? Menschenfurcht, das ist gefährlich. Also, wenn du erstmal versuchst, Menschen zu gefallen, dann wirst du nicht mehr fertig. Also, du weißt nicht, wo du anfangen und du weißt nicht, wo du aufhören sollst. Das ist was, was dich überlastet. Du kannst es nicht jedem recht machen. Ein Freund von mir, der sehr, sehr hilfsbereit ist, der Oktay, der kann nicht Nein sagen. Also wenn ihn jemand um Hilfe bittet, du kannst du meine Nachbarin evangelisieren, kannst du mir da beim Umzug helfen, kannst du mir das streichen, kannst du dich mit meiner Tochter treffen, die braucht irgendwie das Evangelium, der und der ist drogensüchtig, kannst du denen Rat geben? Ja, 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 ja. Und dadurch hat der Oktay natürlich einen Terminkalender, der übervoll ist, der quillt tatsächlich über. Und das Problem ist, der Oktay kann nicht Nein sagen. Es ist Menschenfurcht. Er möchte anderen Leuten gefallen und kann nicht Nein sagen. Dann habe ich ihn mal reingelegt. Ich habe gesagt, Oktay, kannst du eigentlich Nein sagen? Sagt er, nein. Er hat gerade das Gegenteil bewiesen. Also, das ist so gefährlich, dass es manchen Leuten die Ewigkeit kostet. Die Frage, was denken andere von mir, die kann so wichtig werden, die kann so groß werden, die kann so übermächtig werden. Was denken andere von mir, dass man ganz vergisst, es ist ja auch wichtig, was denkt Gott von mir? Seht ihr das hier in dem Vers? Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Wer aber, das zeigt den Kontrast, wer aber auf den Herrn vertraut, der wird in Sicherheit gesetzt. Also viele Leute verbringen die Ewigkeit ohne Gott in der Hölle, in ewiger Qual, weil ihnen wichtiger war, was denken andere von mir, als was denkt Gott von mir. Also ich will das jetzt nicht alles verteufeln. Schau mal, Gott hat diese Sehnsucht in unser Herz reingelegt, dass wir anderen gefallen wollen, dass wir angenommen sein wollen, dass wir geliebt werden wollen. Aber dieses Bedürfnis wird vom Herrn gestillt, nicht von anderen Leuten. Also dieses Bedürfnis ist, das ist ein Hunger, aber dieser Hunger, der betrügt uns nicht. Diese Sehnsucht, die wird gestillt und die kann gestillt werden durch den Herrn Jesus. Und das ist das, was es in dem Vers hier heißt, wer auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Also vertraust du Menschen oder dem Herrn? Manchmal ist es ja gleich. Also ich vertraue darauf, dass der Alex mich heute früh abholt, also dann mache ich mich einfach fertig. Also das ist jetzt nicht im Widerspruch davon, dem Herrn zu vertrauen. Ich vertraue meiner Frau. Ja, ich vertraue dem Noah, wenn er sagt, ja, er kommt um 20 vor 10, dann weiß ich, der ist um 20 vor 10 da, dann fahren wir los nach Bielefeld. Okay, aber manchmal ist es im Gegensatz zu dem, was der Herr sagt. Der Herr Jesus drückt es so aus in Johannes 5, wie könnt ihr glauben,
die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott allein ist, nicht sucht. Also das ist direkt das Gegenteil von Glauben, dass ich möchte, dass andere Leute mich ehren, dass andere Leute mich bewundern, dass andere Leute denken, ma, der ist toll, der ist voll in. Der Jesus sagt es so, weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Also dann seid ihr auf dem falschen Weg. Macht es nicht, geht nicht auf diesen Weg. Ich denke, dieser Vers ist ein wichtiger Vers. Also schon allein wegen diesen zwei Versen, Menschenfurcht und diese Phobien, wird sich's lohnen, das Buch zu lesen. Das Buch Sprüche. Das Buch Sprüche geht über Weisheit. Vor kurzem bei einem Berglauf habe ich mich mit dem Tobi unterhalten und habe gesagt, Tobi, heutzutage kann man ja wirklich alles finden, was man reparieren muss, das findet man bei YouTube. Also bei uns ist es im Moment der Herd zu reparieren, das wird meine Frau reparieren, Anleitung von YouTube, hat sie sich schon vorgenommen. Und außerdem ist die Spülmaschine kaputt, also ich wollte schon eine neue kaufen, weil neben uns, da ist ein Altwarenhändler, der hat da alte Spülmaschinen wie neu. Und der ist genau dieselbe wie unsere. Habe ich gesagt, Lindy, die kaufen wir uns. Nein, nein, ich werde unsere reparieren mit YouTube. Sie ist nur noch nicht dazu gekommen, aber die hat schon alles Mögliche repariert. Also die ist echt gut drauf, mit viel Geduld schaut sie sich diese ganzen YouTube an. Dann sage ich zum Tobi, schau mal Tobi, bei YouTube, da kann man wirklich alles erfahren, was man braucht. Also so viel Weisheit ist da drin, wie ich mein Auto repariere, also sogar ich habe geschafft, irgendwie die Batterie zu wechseln bei meinem Auto und so mit einer YouTube-Anleitung. Der Tobi sagt, Andreas, das ist nicht Weisheit, das ist Wissen. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Weisheit und Wissen. Wissen, das, du kannst da erfahren bei YouTube, wie du dein Auto reparierst oder deine Spülmaschine oder dein Handy oder was, um was es auch geht. Das ist Wissen. Aber die Frage ist, machst du das dann auch? Folgst du dieser Anleitung? Also setzt du das in deinem Leben um? Wie schaut es mit der Anwendung aus? Weil ich habe das euch vorhin gesagt, das nützt ja gar nichts, wenn ich weiß, das ist der falsche Kraftstoff, den ich da gerade in mein Auto einfülle. Ich brauche den richtigen Kraftstoff. Also wenn ich merke, ich bin auf dem falschen Weg, dann muss ich umkehren. Also das ist eine wichtige Sache. Die Umkehr, das ist entscheidend. Die Umkehr ist entscheidend. Also man kann sagen, Weisheit bedeutet, ich weiß, was richtig ist und ich mache das dann auch. Der Jesus illustriert es mit einem Gleichnis. Also das sind zwei Männer. Der eine, der hört Gottes Wort und tut es. Der andere hört Gottes Wort und tut es nicht. Also da gibt es ja auch Kinderlieder drüber. Wahrscheinlich kennt ihr das. Der Weise baut sein Haus auf Felsengrund und der Tor, der baut sein Haus auf Sand. Und natürlich wird es ja oft verglichen mit Leuten, die sich nicht bekehren wollen und all sowas. Aber eigentlich geht er, sagt der Jesus, der Mann, der mein Wort hört und tut, das ist derjenige, der sein Haus auf Felsen baut. Und der Mann, der mein Wort hört und nicht tut, der baut sein Haus auf Sand. Okay. Wie kannst du vermeiden, dass Probleme in deinem Leben kommen? Wenn du dieses Gleichnis von Herrn Jesus anschaust, wie kannst du die Probleme vermeiden? Gar nicht. Also bei beiden kommen Probleme. Im Gleichnis Stürme, Wolkenbrüche, Ströme, alles Mögliche kommt daher, alle möglichen Schwierigkeiten kommen daher. Aber das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist, das bleibt bestehen. Das heißt, die Schwierigkeiten des Lebens, die Katastrophen, die über uns hereinbrechen, die kannst du nicht vermeiden durch Weisheit, aber das macht dich nicht kaputt, weil dein Leben eine Grundlage hat, weil du was hast, woran du dich orientieren kannst, nämlich Gottes Wort. Das ist eigentlich voll cool. Also das ist total gut. Das ist interessant für mich zu sehen, wer von den beiden Gottes Wort gehört hat. Habt ihr aufgepasst? Wer von den beiden hat Gottes Wort gehört? Beide. Beide. Der eine, der hat Gottes Wort gehört und hat sich danach gerichtet, der mein Wort hört und es tut, sagt der Jesus dort in Matthäus 7, Vers 24. Und der andere, das ist jemand, der Gottes Wort hört und es nicht tut. Der weiß, was richtig ist und macht es nicht. Das ist ein Tor. Der macht sein Leben sozusagen kaputt. Weisheit
gesucht und gefunden in Gottes Wort, in dem Buch der Sprüche. Also ich muss sagen, dieses Buch, das hat mein Leben gerettet und revolutioniert. Nachdem ich aus Kanada, wo ich mich bekehrt habe, nach München kam, hat mal der Benedikt Peters einen Vortrag gemacht über Sprüche. Und dann hat er gesagt, ja, das Buch Sprüche, das ist volle Weisheit, Weisheit aus dem Himmel für ein Leben auf der Erde. Und das hat 31 Kapitel. Also das ist ja total gut geeignet, wenn ihr zusätzlich zu eurer Bibel lese, jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen lest. Also am 1. des Monats Kapitel 1, am 2. des Monats Kapitel 2, am 3. und 31 Tage und so weiter. Wenn es nur dann Februar, dann liest du halt zum Schluss 3 Kapitel und so. Dann kannst du praktisch ein Jahr lang das Buch Sprüche lesen und dann bist du 12-mal durch. Da dachte ich, genau, das mache ich. Das hat mein Leben total verändert. Und es war notwendig. Also, du sagst, Andreas, das ist ja totale Gehirnwäsche. Du hast recht. Aber mein Gehirn, das war so schmutzig, dass ich einfach einen Frühjahrsputz notwendig hatte. Ich habe eine Generalreinigung gebraucht in meinem Gehirn und in meinem Herzen. Also beides. Und das Buch Sprüche hat der Herr da verwendet, dass ich mich so viel damit beschäftigt habe. Eine Schwester in der Gemeinde, die Christel, hat gesagt, wenn der Andreas den Mund aufmacht, dann kommt irgendein Spruch raus. War tatsächlich so. Also die ganze Zeit habe ich darüber nachgedacht, habe ja jeden Tag drin gelesen. Und dann habe ich natürlich auch meine entsprechenden Kommentare dazu gegeben. Das Schöne bei den Sprüchen ist, du suchst nach Weisheit da drin und du wirst es finden. Also Weisheit ist was ganz Kostbares. Es ist kostbarer als Gold und Silber oder als irgendwelche Schätze. Und da, wo ich früher in Kanada gewohnt habe, da gab es sehr viele Goldsucher. Also diese Romane von Jack London, das war damals jemand, den viele Jugendliche gelesen haben, wo ich noch so jung war wie ihr jetzt. Der Jack London, der hat da geschrieben über den Goldrausch und die Goldsuche, die in Alaska und im Norden von Kanada leben und die Fallenstelle und all sowas. Und viele Leute sind da hingezogen und haben Gold gesucht und haben nichts gefunden. Sie haben ein Vermögen ausgegeben und haben es verloren. Viele haben dabei ihr Leben verloren, aber sie haben Abenteuer gehabt. Also die Suche war für sie schon cool. Also dieses Leben in der Wildnis und all sowas, das ist ja das, was mich auch fasziniert hat. Also wenn du dich auf so eine Schatzsuche begibst, du weißt nicht genau, werde ich Gold finden oder nicht. Das ist eine Jagd nach Gold. Also Goldrausch. Ja, als in Kalifornien der Goldrausch ausgebrochen ist, da waren alle wie verrückt. Aber man war nicht sicher, wird man das finden oder nicht. Ganz anders hier. Pass auf, ich lese euch was vor aus Kapitel 2, Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du den Verstand rufst und deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du nach ihm suchst wie Silber, wie nach verschollenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht Jahwes verstehen, dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Das heißt, du hast hier eine Schatzkarte mit einer hundertprozentigen Gewissheit, dass du fündig werden wirst. Wo soll diese Gewissheit herkommen? Wie kommst du jetzt da schon wieder drauf? Naja, Gott, der hat es versprochen. Seht ihr das? Das ist hier eine Verheißung. Gott garantiert es praktisch. Schau, er sagt, wenn du das suchst, wenn du nach verborgenen Schätzen suchst, dann wirst du das verstehen und dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Warum? Der Herr gibt Weisheit, heißt es in Vers 6. Das ist sehr wichtig. Was ist der Unterschied zwischen der Herr gibt Weisheit oder der Herr verkauft Weisheit? Seht ihr den Unterschied? Der Herr gibt Weisheit, das ist ein Geschenk. Die Bedingung ist, dass du danach suchst. Dass du ihn anrufst, Herr, gib mir Weisheit, ich brauche das, ich möchte das erkennen.
Ich bin auf der Suche, ich möchte mich danach richten. Bitte zeig mir den richtigen Weg. Und der Herr verspricht es, dann wirst du das verstehen, dann wirst du die Erkenntnis Gottes finden. Jahwe gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat auf für den, der sucht. Sucht und ihr werdet finden. Das ist doch ein Versprechen, das der Jesus gibt. Der Jesus kann nicht lügen, er kann sich nicht irren. Also das heißt, da wirst du unbedingt fündig werden. Die Goldsucher, die damals in Alaska rumgegurkt sind, die haben viel ihr Leben verloren. Manche haben Jahre verloren, manche ihr ganzes Leben dort beendet, ihr Vermögen verloren. Die Goldsucher, die in Kalifornien unterwegs waren, während dem Goldrausch, nur wenige sind fündig geworden. Aber hier, du hast das Versprechen, dass jeder diese Weisheit findet. Und Weisheit ist kostbarer als die köstlichsten Edelsteine. Weisheit ist wichtiger als Gold und Rubine und alles andere zusammen. Weisheit, das ist doch gewaltig. Vielleicht sollten wir tatsächlich suchen. Vielleicht solltest du das auch mal machen, dass du sagst, das mache ich jetzt. Ich werde mich auf die Suche machen nach Weisheit und ich werde mal reingucken in die Bibel, in das Buch Sprüche. Ich werde Weisheit suchen. Und das sind so viele Themen. Das geht über Geld, über Frauen, Gehorsam, Gottesfurcht, das hatten wir schon, Alkohol, Drogen, Rauchen, Menschenfurcht, Phobien und Fürchte. Alle gesellschaftlichen Probleme, die werden hier besprochen. Alle persönlichen Probleme werden behandelt. Das ist so ein Schatz. Ein Schatz, der gehoben werden muss. Ein Schatz, der gehoben werden kann. Bist du dabei? Also wäre das nicht was für dich? Jetzt manche Leute, die denken, okay, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich brauche da irgendwie ein bisschen eine Anleitung. Ich komme mir da so vor wie der Mann in Apostelgeschichte 8, der da aus Oberägypten kam oder aus Äthiopien und der liest es und irgendwie, er sieht nicht so recht, was los ist. Der Philippus, manche von euch kennen ja die Geschichte, der Philippus geht zu dem Mann hin und sagt, verstehst du denn das, was du liest? Der Mann sagt, eigentlich nicht, nö. Wie kann ich das verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Komm mal her und erklär es mir. Der Philippus setzt sich zu ihm und nimmt sich Zeit und erklärt ihm das. So was habe ich auch gefunden. Ich habe jemanden gesucht, der mir das erklärt und ich habe das gefunden. Und zwar ist es hier in diesem Taschenbüchlein. Also früher war das wirklich ein kleines Taschenbuch. Heutzutage ist es hier erhältlich in dem Kommentar zum Alten Testament von William MacDonald. Also früher gab es das über Sprüche, war nur so ein kleines Taschenbuch, gab es nur Sprüche. Jetzt gibt es das ganze Alte Testament. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Sprüche gelesen und dann immer die Erklärung von William MacDonald. Und es hat mir wirklich geholfen, das zu verstehen, nicht nur was es heißt, sondern wie kann ich das in meinem Leben anwenden. Wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Dieses Ding, das kostet normalerweise 26 Euro. Und es gibt es heute am Büchertisch für 10 Euro. Wisst ihr warum? Das ist eine alte Auflage, also Regenbogenfarben, das ist heute nicht mehr in, das dürfen Christen heute nicht mehr tragen. Deswegen geht es für 10 Euro weg. Die neue Auflage, da ist das ganze Ding dunkelbraun. Okay, sieht irgendwie langweilig aus, dann lenkt es einfach nicht vom Inhalt ab, das neue Titelbild. Aber auf jeden Fall, das wäre eine tolle Investition. Ich meine, das macht ja schon irgendwie Eindruck, wenn das in deinem Bücherregal steht. Aber damit die anderen Leute merken oder zumindest denken, dass du da irgendwie mal reingeguckt hast, dann solltest du zumindest den Plastikeinband wegmachen. Aber wenn du das benutzt und zum Herrn sagst, Herr, bitte nimm mich mal an der Hand, nimm den Onkel Bill und bring mir bei, was du mir sagen willst hier in dem Buch der Sprüche. Ich brauche Weisheit. Ich bin jung und ich will lernen. Schau mal, es gibt zwei Arten zum Lernen. Die eine Art ist, du machst alle Fehler selber und lernst aus deinen eigenen Fehlern oder aus deiner eigenen Erfahrung. Das ist manchmal schmerzhaft, aber da kann man lernen. Es gibt eine andere Art zu lernen. Man kann aus der Erfahrung von anderen Leuten lernen. Das ist nicht so schmerzhaft.
Also, da kann man Weisheit sammeln. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Dazu dient das Buch Sprüche. Also, ich habe sehr viel Weisheit da drin gefunden. Jetzt sagst du, Andreas, jetzt machst du mich langsam neugierig. Kannst du uns nicht noch ein paar Ratschläge geben, wie das ausschauen soll? Also, das ist so, ich verwende dieses Buch nicht nur für mich, sondern auch für meine ungläubigen Freunde. Das ist so, bei uns in Bayern, da sind die Ungläubigen so weit weg in ihrem Denken von Gott, dass man mit denen gar nicht darüber sprechen kann. Also wenn man mit denen darüber spricht, beim Herrn Jesus gibt es Vergebung und er ist am Kreuz für dich gestorben, dann denken die, okay, interessant, aber betrifft mich nicht, weil ich brauche keine Vergebung. Also ich habe nie gesündigt oder wieso sollte ich Vergebung brauchen? Wieso sollte mich jemand lieben und das ausdrücken, indem er am Kreuz für mich stirbt? Also das ist für die zu weit weg. Also fange ich an mit dem Buch Sprüche. Also zum Beispiel habe ich einen Laufpartner, dann habe ich immer gesagt, Klausi, Klaus, wie machst du das mit deinen Kindern, wenn das und das Problem da ist? Dann hat der Klausi darüber referiert, wie er das macht, wie er sich mit seiner Frau einigt und was sie den Kindern dann auftragen oder wie sie den Kindern helfen und so weiter. Da habe ich mir das angehört, nach Luft geschnappt und dann habe ich gesagt, Klaus, das ist so, da fällt mir ein Sprichwort dazu ein und das ist das und das. Und dann habe ich einfach was zitiert aus den Sprüchen. Und dann hat er gesagt, oh, das ist gut. Dann sage ich, ja, gell, das ist gut. Das ist aus der Bibel. Und wie ich gesagt habe, das ist aus der Bibel, da hat es einen richtigen Reißer gegeben. Also das ist sogar für die Leute, die an Gott glauben, ist es bei uns fremd, wenn man darüber spricht, über die Bibel oder über Gott. Also manche Leute sind einfach so weit weg. Naja, man sagt, der Sämann sät das Wort. Und ich habe natürlich jetzt nicht jedes Mal zum Klaus gesagt, Klaus, du bist verloren und er ist am Kreuz für dich gestorben. Damit konnte er nichts anfangen, das habe ich auch ausprobiert. Aber mit den Sprüchen, die ich da zitiert habe, da konnte er schon was anfangen. Und das hat ihn mit der Zeit neugierig gemacht. Und kaum sind wir 3 Jahre miteinander gelaufen, schon hat der Klaus den Herrn Jesus angenommen. Das ging ruckzuck sozusagen. In Sprüche in Kapitel 3, da lesen wir das, was ich euch vorhin gesagt habe. Vers 1. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung, dein Herz bewahre meine Gebote. Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Also, es richtet sich ein Vater an seinen Sohn. Ein Buch für junge Leute, das ist, was ich euch vorhin gesagt habe. Aber was bringt es überhaupt? Warum soll er das bewahren und nicht vergessen und sich danach richten? Das ist das, was ich vorgelesen habe aus Vers 2. Das ist voll für die Gesundheit. Also habt ihr es gehört? Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Manche Leute sind alt und die sind innerlich total fertig. Die sind griesgrämig, die haben keine Freude, die sind einfach leer. Aber hier, du bekommst Gesundheit und ein langes Leben und ein glückliches Leben, ein friedevolles Leben. Frieden werden sie dir schenken. Kannst du eh nicht kaufen, das kann sich niemand leisten. Also ich muss sagen, ich war ja früher ein Gesundheitsfreak. Ich habe paar Jahre lang überhaupt keinen Zucker gegessen und kein Weißmehl. Einmal bin ich aus Kanada zu Besuch, also ich habe mich in Kanada bekehrt und bin dann zu Besuch gekommen nach Deutschland zu meiner Familie und meine Stiefgroßmutter hat mir eine Torte gebacken, eine Schwarzwälder Kirsch, so ein dickes Ding. Also habe ich ja früher allein aufgegessen. Aber in dieser Phase, wo ich so auf meine Gesundheit geachtet habe, ich habe das Ding nicht angerührt. Ich habe es nicht mal angeschaut. Das war natürlich eine Beleidigung für meine Stiefgroßmutter. Also ich war so auf Gesundheit versessen, kein Zucker, kein Weißmehl und das ganze Zeug. Okay? Naja, hier wird was gesagt, was wirklich gut ist für die Gesundheit. Länge der Tage und Jahre des Lebens werden sie dir schenken. Nicht, dass ich Zucker und Weißmehl vermeide, sondern Weisheit. Dass ich Weisheit habe, das ist ja eigentlich ganz klar, oder? Also, du bist zornig, kriegst du Magengeschwüre. Es ist ungesund. Hier,
liest du, wie du den Zorn überwinden kannst. Du bist verbittert, mei oh mei. Der kommt mir die Galle hoch, wenn ich den sehe. Ah, du kennst auch solche Leute. Ja, okay. Okay, wir sind auf einer Wellenlinie. Gut, aber das ist ungesund. Also du kannst deine inneren Organe einfach durch diese ganzen Sünden in Gedanken kaputt machen. Ja, das frisst dich innerlich auf. Wir sagen das ja sogar ab und zu. Ja, der kocht innerlich. Ja, wie gesund ist es eigentlich, wenn dein Bauch kocht? Also das hört sich ja ganz ungesund an. Schaut, diese ganzen Schwierigkeiten, die kann man überwinden, wenn man sich Weisheit holt, Weisheit aus dem Himmel für ein Leben hier auf der Erde. Also das ist so ungefähr, die Drohnen, ja, die sind da ganz oben, die fliegen da rum und die geben dir all die Informationen, was du vermeiden musst und was du tun kannst und wie sich das auswirkt und so. Und du kriegst all diese Informationen direkt hier reingeliefert in dieses Buch. Das ist vollkommen cool. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Schau mal, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst und so lebst, dann führt es dazu, dass du die größte Annahme kriegst, die überhaupt möglich ist. Bei Gott und den Menschen. Das ist doch interessant. Also wenn du die Weisheit oben anstellst, dann ist es super. Und es wirkt sich auch auf deinen Freundes- und Bekanntenkreis und deine Familie aus. Positiv wirkt sich's aus. Aber wenn du Menschenfurcht oben anstellst, wenn für dich das Wichtige ist, was denken andere über mich, das haben wir vorhin schon gelesen, das ist eine große Gefahr. Jetzt kommt das Problem. Vers 7. Sei nicht weise in deinen Augen. Also das war ja meine große Schwierigkeit. Ich war weise in meinen Augen. Ich habe mir gedacht, ich weiß alles. Ich brauche keine Hilfe, ich brauche keinen Rat von anderen Leuten. Ich weiß alles selber. Das hat natürlich was mit Stolz zu tun. Und ich habe hier extra eine Predigt mitgebracht vom Johannes. Da hat er über die Sprüche gepredigt, über dieses Thema. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narr kommt zu Fall. Siehst du einen Mann, der sich weise hält in seinen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Den Vers habe ich vor kurzem vorgelesen in einer Ältestenbesprechung. Siehst du einen Mann, der sich für weise hält in seinen Augen? Dann haben alle gesagt, ja, das ist der. Und dann haben sie den Namen von einem Bekannten von uns genannt. Ja, das ist der. Der hat einen Bauernhof. Bei ihm hat ein Tierarzt gewohnt. Alle Viecher alle Kühe im Stall haben Euterentzündung. Der Tierarzt hat ihm Ratschläge gegeben, der Bauer weiß es besser. Der Bauer braucht Geld. Ein Förster, ein Forstingenieur hat ihm Ratschläge gegeben, wie er seinen Wald bewirtschaften muss, dass er sofort einen Haufen Geld verdient. Der Bauer weiß es besser. Also egal, auf dem Bau, es muss was umgebärt werden auf dem Bauernhof. Er hat Ingenieure, die ihn beraten haben, Ingenieure aus der Gemeinde. Er weiß es besser. Weiß alles besser. Also siehst du einen Mann, der sich weise hält in seinen Augen. Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Also das Beste ist eigentlich, wenn man Weisheit sucht und Weisheit findet. Der Jesus spricht mal darüber und sagt, die Königin des Südens ist gekommen, um Salomon zu besuchen und seine Weisheit zu hören. Salomon, der dieses Buch Sprüche geschrieben hat, unter Anleitung von seinem Bruder David, von seinem Vater David. Diese Frau ist extra angereist, ich weiß nicht genau, aus Jemen oder Äthiopien oder wo sie daher war, ja, ist sie durch die Wüste gereist bis nach Jerusalem, um die Weisheit Salomons zu hören. Und dann hat sie gesagt, mir ist viel erzählt worden über dich, Salomon. Und dann erwartet man, dass sie sagt, es war übertrieben, aber sie sagt, mir ist weniger als die Hälfte erzählt worden. Also meine Erwartungen sind bei weitem übertroffen worden. Und der Jesus sagt, okay, und mehr als Salomon ist hier.
Wer euch zur Verfügung steht mit seiner Weisheit und wer euch belehren will, das ist der Herr Jesus. Und er ist hier. Der ist heute hier. Und ihr könnt ihn um Rat fragen und um Weisheit bitten. Alles klar? Kaufe Weisheit und verkaufe sie nicht. Wenn du was weißt, gib's nicht auf. Bitte den Herrn Jesus um Weisheit. Amen.